hat geklingelt. Es ist heute Schule. Mama schläft noch. Dann gehe ich erstmal ins Bad. Wo ist denn meine Zahnbürste? Ich muss leise sein, dass ich Mama nicht aufwecke, sonst schimpft sie wieder. Oh, hier oben ist sie. Dann putze ich mir erstmal meine Zähne. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, Mama ist immer noch nicht da. Erstmal Hände waschen. Vielleicht hat sie auch vergessen, dass ich heute Schule habe. Ah, bloß nicht zu laut. Bloß nicht zu laut, sonst wecke ich sie auf. Ah, ich muss erst schnell auf Toilette. Soll ich Mama aufwecken? Aber ich muss doch noch was frühstücken. Und sie hat mir auch nichts rausgelegt, was ich anziehen soll. Ich frage sie einfach mal ganz kurz. Mama, Mama, ich muss gleich in die Schule. Lass mich in Ruhe. Oh, bist du noch müde? Okay, ich weiß aber nicht, was ich anziehen soll, Mama. Das ist mir doch egal. Geh jetzt. Okay, Mama, ist kein Problem. Dann suche ich mir selber was zum Anziehen. Huch. Was ziehe ich denn an? Ach, Mann. Ich wünschte, dass meine Mama genauso wäre wie Jennys Mama. Jennys Mama ist immer so hilfsbereit. Egal, ich krieg das selber hin. Ich bin ja schließlich schon geübt. Was nehme ich denn? Ein paar Sekunden später. So viel Auswahl war nicht. Das wird schon passen jetzt. Okay, was muss ich noch machen? Oh, mein Band muss ich noch reinmachen. Schwupp. Ah, hier ist... So. Muss ich mir erst noch meine Haare kämmen. So. Und dann muss ich noch mein Haarband reinmachen, weil meine Mama sagt, ich habe immer so furchtbare Haare, die mir überall hinfallen. Und deswegen muss ich ein Haarband tragen. Okay. So, dann kommt das Haarband ran. So. Okay. Dann hätte ich eigentlich noch Hunger vor der Schule. Wie spät ist es? Ich habe kein Handy. Ich weiß nicht, wann Jenny klingelt. Egal. Ich guck mal, ob ich was zum Essen habe. Eis. Nee, aber dann schimpft Mama, wenn ich Eis zum Frühstück esse. Okay, dann esse ich nichts. Ist nicht so schlimm. Ich muss nur noch meinen Rucksack holen. Inzwischen. Mein Schatz, hast du alles eingepackt? Ja, Mama, hab ich. Aber deine Sportsachen hast du doch bestimmt vergessen. Nein, Mama, ich bin noch kein Baby. Die habe ich dabei. Alles klar. Super. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Schultag, Schatz. Und falls ich dich abholen soll, dann rufst du einfach an, okay? Nein, Mama, das ist nicht nötig. Ich gehe mit Lena nach Hause. Okay, wenn du nach Hause kommst, ist das Essen fertig. Ja, Mama, okay. Bis später. Lena! Oh, da ist sie ja schon. Jenny, ich komm schon. Oh, ich muss noch die Lichter ausmachen. So. Und, dann brauche ich noch meinen Schlüssel. So. Hi Jenny, warte kurz, ich muss kurz absperren. So, jetzt bin ich da. Wow, du hast einen neuen Rucksack, der ist ja mega cool. Ja, den hat mir Mama geschenkt. Warum hast du denn abgesperrt? Ist deine Mama nicht da? Doch, aber die schläft noch. Und ich weiß nicht, also nicht, dass sie mich wieder schimpft, weil ich die Tür offen gelassen habe. Komm, lass uns in die Schule gehen. 2 Stunden später. Yay, als nächstes haben wir Sport. Was? Sport? Oh nee, da bekomme ich wieder richtig Ärger. Hat deine Mama denn dir immer noch keine Sportsachen gekauft? Nein. Aber ich frag sie nochmal. Am besten gleich heute. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich meine Mama gefragt. Die hätte dir bestimmt irgendwas gekauft, ganz ehrlich. Das kann man ja wirklich nicht damit angucken. Oh, aber es hat geklingelt. Komm schnell, wir müssen los. Lena, warum hast du schon wieder keine Sportsachen dabei? Ich hab dir gesagt, du hast noch bis diese Woche Zeit. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe leider keine Sportsachen. Solange du keine Sportsachen hast, darfst du nicht mehr am Sportunterricht teilnehmen. 1 Stunde später. Oh, ich bin schon voll gespannt, was Mama mir für die Pause eingepackt hat. Lecker, sie hat ein Wrap gemacht. Was hast du dabei? Lena?
Lena, hast du wieder nichts zu essen dabei? Naja, meine Mama hat ja geschlafen und wir hatten nichts im Kühlschrank. Ach Mann, es tut mir so leid für dich, Lena. Ich weiß nicht, was mit deiner Mama los ist, aber ich teile mit dir. Warte, ich brech die Hälfte ab, dann hast du auch was zu essen. Später. Mama, ich bin zu Hause. Mama? Aber sie muss hier sein, der Fernseher ist an. Mama, bist du hier? Wer schreit denn da? Ach so, du bist's. Ich muss jetzt los. Was? Wohin musst du denn? Gibt's nichts zum Mittagessen? Mittagessen? Nein, du bist doch eh so klein. Was möchtest du denn schon essen? Ich habe ein Date. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für dich. Was? Aber Mama, warte bitte. Lena, was ist denn jetzt noch? Mama, ich brauche dringend Sportsachen für die Schule. Ich durfte heute im Unterricht schon nicht mitmachen, weil ich keine Sportsachen dabei hatte, Mama. Ich weiß gar nicht, warum du dich aufführst. Wenn ich früher im Unterricht nicht mitmachen hätte müssen, dann hätte ich mich gefreut. Du stellst dich wirklich an. Aber Mama, weg ist sie. Ach Mann, ich habe echt das Gefühl, dass mich meine Mama einfach gar nicht lieb hat. Ich bin ihr völlig egal. Inzwischen. Mama, ich bin von der Schule zu Hause. Oh, hallo Schatz. Schön, dass du da bist. Das Essen ist gleich fertig. Mama, könnten wir vielleicht Lena einladen zum Essen? Ja, natürlich, wenn du möchtest. Aber macht ihre Mama nichts zu essen? Also, sie hatte heute auch nichts zu essen dabei in der Schule und musste alleine aufstehen und so. Das ist ja furchtbar. Was für eine Mutter kümmert sich denn nicht um ihr Kind? Natürlich darf sie zum Essen kommen. Ich halte das schon aus ohne Essen. Es ist nicht so schlimm. Oh, wer ist das? Okay, warte. Moment, ich komm schon. Oh, Jenny. Was ist los? Lena? Ist deine Mutter zu Hause? Nee. Die ist auf ein Date gegangen. Wieso? Na, das ist ganz einfach. Du isst heute bei uns. Meine Mama hat gekocht und hat gesagt, dass du mitessen kannst. Komm! Lena hat wirklich die beste Mama der Welt. Warte auf mich, Lena! 20 Minuten später. Hat euch das Essen geschmeckt? Ja, es war mega lecker. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Klar, Mama, dein Essen ist immer lecker. Wenn du möchtest, Lena, kannst du den Nachmittag bei uns verbringen. Dann könnt ihr zusammen Hausaufgaben machen. Ah ja, bitte bleib da, Lena. Bitte, ja. Okay, sag bitte ja. Klar. Super gerne. Müssen wir deiner Mama Bescheid sagen? Nee. Ich glaube, der ist es egal, dass ich bei euch bin. 6,5 Stunden später. Komisch. Es ist nachts um 9 und die Mutter von Lena ist immer noch nicht zu Hause. Da ist wirklich viel im Argen. Ja, du hast so ein cooles Zimmer. Dein Zimmer ist das Allertollste, Jenny. Ja, es ist riesengroß, aber es macht auch nur Spaß, hier rumzulaufen, wenn du dabei bist. Lena? Ja? Deine Mama ist immer noch nicht zurück. Und es ist schon abends. Möchtest du bei uns übernachten? Was, echt? Ja, voll gerne. Wenn ich darf. Das ist super cool. Yay, Lena darf übernachten. Juhu. Ich habe schon versucht, deine Mama anzurufen, aber sie geht leider nicht ans Handy. Ich werde jetzt einen Zettel hinhängen, dass wenn sie zurückkommt, sie weiß, dass du bei uns schläfst. Wow, Jenny, deine Mama ist echt die Allercoolste. Wow, ich habe noch nie irgendwo anders übernachtet. Das können wir ab jetzt immer ganz oft machen. Ich bin so froh, dass du hierher gezogen bist. Ganz ehrlich, Lena, du bist meine allerbeste Freundin. Komm, lass was spielen. Am nächsten Tag. Bist du dir sicher, dass wir das alleine machen können? Klar, ich bin ein Waschprofi. Ich möchte meiner Mama natürlich helfen. Also, dass sie nicht so viel Arbeit hat. Kannst du das aufmachen? Dann können wir die Wäsche da reintun. Und dann brauchen wir nur noch, Spülmittel. Spülmittel? Ich meine natürlich, Waschmittel. Ach so, ja, okay, warte. Ach, da ist ja endlich die Mutter. Okay, dann musst du es nur noch reintun. Lena?
Lena, deine Mutter ist gerade nach Hause gekommen. Vielen Dank. Okay, dann gehe ich gleich mal rüber. Nochmal vielen Dank, dass ich hier bleiben durfte. Mama, ich bin zu... Mama? Verreisen wir? Schatz, wir... ich ziehe zu Christian. Wir haben uns kennengelernt gestern und ich bin seine große Liebe. Aber... Ja? Aber Schatz, er mag keine Kinder. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe gerade schon das Jugendamt angerufen. Die kommen jetzt dann vorbei und holen dich ab. Ich wünsche dir ein schönes Leben, mein Kind. Ja, war schön, dich kennenzulernen. Meine Mama verlässt mich einfach für ihren neuen Freund. Aber Mama, du kannst mich doch nicht einfach verlassen. Wie soll ich denn hier alleine leben? Und was ist ein Jugendamt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Am besten, ich gehe gleich wieder zu Jenny. Hoch, junges Fräulein. Bist du Lena? Ja, und meine Mama, die liebt mich nicht. Die ist einfach ohne mich gegangen. Ja, das tut mir sehr leid. Sie hat uns angerufen. Wir helfen Kindern, die keine Eltern haben. Oder wie bei dir, die Eltern, die sich nicht kümmern können oder nicht wollen. Bist du jetzt meine neue Mama? Nein, das tut mir leid. Du musst in ein Kinderheim. Was ist hier los? Ich bin das Jugendamt. Ich muss Lena mitnehmen. Was? Lena, was ist los? Meine Mama, die hat mich einfach verlassen. Die ist irgendwie zu einem Jungen gezogen, zu einem Mann. Und hat mich nicht mitgenommen. Ja, und jetzt muss Lena leider ins Kinderheim. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid für sie. Aber wir haben im Moment keine Pflegefamilie. Wir nehmen sie. Was, wirklich? Ja, natürlich. Lena ist ein super angenehmes Kind. Und sie ist immer lieb, nett und brav. Und ich habe eine Tochter im gleichen Alter. Wir werden jetzt nur nicht beste Freundinnen, sondern Schwestern werden. Yay! Dann war's aber mit diesem Brookhaven Roleplay von heute. Falls dir gefallen hat, lasst unbedingt ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!